Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013 im Multiplayer mit David zusammen. Servus. Ja, servus. Ja, wir sind hier schon wieder voll im Geschehen und tun hier schon wieder Weizen ernten, Zuckerrüben ernten, unsere Kühe versorgen und so weiter und so fort. Ja, wir haben mal ein Stündchen weitergespielt ohne Aufnahme. Haben jetzt auch ein paar Tage gar nicht gespielt gehabt. Und ja, hatten ja gut vorproduziert, von daher war das kein Problem. Und jetzt sind wir wieder voll im Geschehen. Hatten heute eigentlich den Versuch gestartet. Bei uns hat sich jemand beworben nach unserem Aufruf, und zwar der Marco aus Berlin. Der hat auch eine 16.000er Leitung und ist so alt wie wir, 28 oder 27. Und ja, hat gefragt, ob er bei uns mitspielen kann oder würde uns einfach gerne ein bisschen helfen und unterstützen. Und das fanden wir natürlich super. Das Problem ist nur, wir wollten ja heute im Multiplayer etwas zusammen spielen und so weiter und so fort. Und leider hat es aber nicht funktioniert, weil er immer rausgekickt wurde aus dem Multiplayer und wir wissen nicht warum. Ja, das ist das große Problem an der Sache. So, ja, und jetzt haben wir gesagt, gut, nach stundenlang rumprobieren, will er sich jetzt nochmal intensiver alleine damit beschäftigen, mit dem Problem, gucken, ob er es hinkriegt. Und halt, ja, wollen wir ganz einfach dann morgen nochmal versuchen. So, der David, der steht hier hinten und wartet auf die Silage. Ja, wir haben mal hier in der Silo etwas, brauchst gar nicht abhauen, etwas... Nee, ich drehe noch rum. Gras reingetan und ja, jetzt ist es auch gerade soweit, ist zu 100% gegärt und jetzt haben wir hier Silage. So, na dann sammeln wir auf den Scheiß. Wir brauchen übrigens mal einen Traktor unten. Wie sammelt man das auf? Na, stell doch mal das Ding an. Ist? Ja. Warte mal, lass mich mal rein. Ich befürchte, du brauchst eine Gabel. Nee, oder? Das ist eine Silo-Zange. Ich habe echt gedacht, das kann man mit dem Ding einfach wieder aufsammeln. Nö. Scheiße. Das ist doch kacke. Fährst du den Weißen mal runter, weil den brauchen wir unten. Ja, sofort. Ich fahr mal den Frontlader hoch. Und hol... was ich erstmal mache, ist einen Timer stellen. Na. Ja, wenn mein Handy jetzt hier nicht... Hallo. Ist das Silio gut? Ja, gell? Ja. 3000. Was? Kostet Gabel. Oder zweieinhalb. Naja, ja, ja, ja. Dann kauf. Ich hab kein Geld. Moment. So, jetzt hast du welches. Kaufen. Verdammt. Nur noch an unserem dran gehen. Ja, das war, also wie gesagt, das war halt echt ärgerlich mit dem Marco, weil der ist eigentlich total sympathisch und ist eigentlich so ein ganz netter Typ und alles. Wir haben vorhin reichlich geskypt miteinander und so weiter und war eigentlich alles easy, oder? Mhm. Okay. Fetzt natürlich. So. Ja, deswegen schade, dass das irgendwie nicht geklappt hat heute. Aber naja. Das wird schon noch. So, hier rüber müssen wir. Jetzt hoffe ich mal, dass ich keinen Fehler gebaut habe. Warum? Naja, ich habe den die Schaufel gekauft, die normale. Na, stand da für Silio gut. Ja, ja. Ich meine nur nicht für unseren Fan, also nicht aus dem Mods-Ordner. Aber ich sollte ja eigentlich trotzdem gehen.
Oh, verdammt. So, ich müsste die Tonne ja mal noch abmachen. So, die Tonne ab. Ja, wir wurden auch gefragt, ob wir als nächstes BGA machen und so weiter und so fort. Folgendes, und zwar, wir werden auf jeden Fall, BGA wird kommen, das steht fest. Also ohne Frage. Aber wir werden natürlich als nächstes uns noch etwas auf unsere Kühe, oh verdammt, als nächstes noch etwas auf unsere Kühe konzentrieren. Und werden natürlich da erstmal versuchen, die Produktion der Kühe auf 100% zu bringen. Was bedeutet, dass wir noch diesen Futterwagen brauchen, dass wir eine Ballenpresse brauchen und so weiter und so fort. So, die Schaufel geht nicht dran. Geht nicht dran? Nein. Scheiße. Ja. Ach Mann! Du Kunde. Naja, das wusste ich doch nicht. Weil bei der anderen steht das halt nicht da mit dem Siliergut. Ach so? Direkt bei der Fendschaufel. Aber müsste eigentlich gehen. Ich kaufe die jetzt. Ne, warte, ich kauf sie. Oder du, ja. Ich bin gerade drin im Laden. Wo ist denn hier eine Schau? Das rote Strautmann. Hier. Eine befüllende Biogasanlage wäre ja dann mit Siliergut. Ja. So, die ist dran. Wunderbar. Kannst du mal bitte das eine Gewicht, was beim Händler steht, zurücksetzen? Hat er gemacht. Aber da brauchen wir jetzt hoffentlich keinen Hänger mehr dafür, oder? Naja, kannst du direkt reinfahren. Ja. Na, wenn nicht, schaue ich in den Hänger rein, da oben steht. Wenn das geht. Wenn das geht. So, ja, wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall auf unsere Kühe erstmal konzentrieren, weil das wollen wir jetzt nicht alles umsonst gekauft haben. Und Kühe, das heißt, wir werden auf jeden Fall noch den Futterwagen kaufen. Wir werden auf jeden Fall was wollen wir noch kaufen? Den erstmal nicht, den Futterwagen, dann die Ballenpresse und den Ballenwagen. Und den Ballenwagen, genau. Das steht jetzt auf jeden Fall erstmal auf dem Programm. So, und jetzt müssen wir erstmal tanken hier mit unserem Fendt, sonst wird das nichts. Ja, ich habe zwar noch ein paar Parts, also bis ihr das seht, heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Bis ihr das seht, würden noch ein paar Tage vergehen. Aber ich habe seit gestern 100 Abonnenten oder die 100 Abonnenten-Grenze durchbrochen. So, da habe ich mich natürlich riesig gefreut für die Unterstützung. Ja, 10 Wochen hat es gedauert. Dann waren 100 Abonnenten am Start. Ist ganz okay, würde ich sagen. Ist nicht gut, ist nicht schlecht. Aber, also was heißt nicht gut? Ist nicht besonders jetzt irgendwie, keine Ahnung, also der YouTube-Durchstart ist das nicht, aber der soll es auch nicht sein und nicht werden. Wie gesagt, es ist ja aus Spaß am Spiel. So. Gell, David? Ja. Hauptsache, wir haben Spaß. Wir haben Spaß. Ja, den hatten wir vorhin reichlich, ne? Marco hat sich fast da hatte schon Pipi in der Auge. Ja, der hat sich fast bepisst vor Lachen. Das war ganz lustig. Das war schon lustig, ja.
So, dann machen wir die mal auf. Die Schaufel. Zack. Können wir die jetzt offen lassen? Toll, 1750 gehen da rein in die Schaufel. Der Wischen. Hast du jetzt noch einen Traktor hier oben? Ehen, ja. Fahr mal her hier, in dem Hänger, oder? Oh, das reicht gar. Guck erstmal, ob's rein. Nee. Scheiße. Muss ich gucken, ob ich direkt hier reinfahren kann. Oh nein, was ist denn das für eine Kacke? So geht denn das nicht? Jetzt. Scheiße. So, jetzt haben wir. Wieso zeigt es bei Silage nichts an? Keine Ahnung. Zeigt es nichts an. Oh, das nervt. Bei Silage steht nichts da. Und warum? Warum? Steht nichts da. Verstehe ich nicht. Wollen wir uns für 4900 diesen kleinen Anhänger kaufen? Bringt auch nicht viel, oder? Nee. Warte mal, ich muss noch mal hier reinschütten. Geht das? Nein. Was ist das zum Mäusemelken? Wieso geht denn das nicht? Kriegst du Black, kriegst du hier. So, scheiße. Massen. Festgefahren. Das Ding liegt jetzt auch verkehrt rum da hier. Wach! Shit hier! Bist du mit dem Frontlader mal runterfahren? Ich setz das zurück. Gleich mal. Ach, Mähdrescher ist auch schon wieder voll. Guck mal, liegt es jetzt wieder richtig da? Ich gerade weggefahren wurde. Ja. Ja, ich habe nur die Schaufel zurückgesetzt. Die Schaufel, die ist aber dran. Nee, liegt nicht richtig da.
Liegt nicht richtig da. Ja. Geh mal weg. Weil sonst auf der Karte. Jetzt. Du musst auch noch die Schaufel, gell? Die Schaufel ist doch nicht mehr oben. Nicht? Die liegt ach doch. Dort. Stimmt, was hab ich denn noch zurück? Oh, Scheiße, jetzt hab ich noch irgendwas zurückgesetzt. Naja, ich war das schon sehen. Ah, Schwader. Ja, dachte ich mir. Hm, Kacke. Mensch, geh doch mal jetzt in den anderen Reihen hier, das gibt's doch gar nicht. So, das entleert. Der muss noch entleeren. Na komm, gib Gummi. So. Geronimo. Oh, Baum. Nein, nein. Herrlich. Ei, ei. Ei. Ist jetzt irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass das mit der Schaufel jetzt nicht funktioniert hat, oder? Ja. Alter, wolltest du mich jetzt anbunsen? Nee, ich will hier mein Zeug entladen. Nur noch ein Froschfotzenhaar dazwischen gepasst. Haben frische Fotzenhaare? Klar. Wusste ich gar nicht. Lass mal sehen. Mhm. Du bist so schlau. Oh, ich bin so doof. Aha. Ich lenke jetzt mal in die falsche, selbe Richtung. So, das entladen. Der hat schon wieder entladen. Was ist der Frontlader hier? Da funktioniert im Multiplayer absolut nicht. Why? Na, weil er bei mir übelst ruckelt. Übelst? Übelst, wirklich. Ach hier, wie machst du hoch und runter? Mit der Maus. Mit der Maus. Vielleicht zitterst du. Meinst du, ich zitter so sehr? Kann sein, kann sein, kann sein. Ich nicht weiß. Also, so, mein Timer habe ich natürlich nicht gestartet. Ei, ei, ei. Shit, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Ja. Ich weiß es nicht, weißt du es? Nee. Ah, verdammt. Es ist jetzt, ich bin jetzt 1:08. Ich bin jetzt 1:08. Dann machen wir bei 1:12 hat er, wa? Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. Ich weiß nicht, wie lange wir schon spielen. Ich mache jetzt noch 5 Minuten, Timer, starten und fertig. Start. Ja, Start. So, genau. Fertig. Fertigis. So, Mähdrescher zieht auch seine letzte Bahn gleich. Gucken, wo wieder am Baum hängen bleibt, der Spezialist. Oder ob er es schafft. Wieso ist da jetzt nichts mit Silage drin? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Weil diese Futtermischung, Futterdruckmischration steht ja extra da. Mhm. Also müssen wir ja, muss ja Silage. Stroh steht extra, Silage. Viel gefällt doof. Jo. Meines Erachtens.
Aber wisst ihr, was auch doof ist? Wir haben hier oben nicht wirklich ein Feld, oder? Was wir uns jetzt noch kaufen könnten. Die 30, oder? Höchstens. Was halbwegs noch fahrbar ist. Ja. Also. Oder die 40. Für Gras, ja. Na gut, aber die 30 würde ja für Gras reichen. 30, 29, das wäre ja okay. Erstmal was hier getrunken. So, der Mähdrescher ist auch fertig. Da kann er gleich hier drüben das Feld ja weitermachen. So, genau. So. Boah, das will ich jetzt nicht alles damit wegfahren, ey. Was denn? Also noch 25 Tonnen drin, da muss ich ja noch. Nee, lass das, lass den Scheiß drin. Lass den bis drin, da müssen wir mal sehen, dass wir mit dem Hänger das mal ausprobieren. Aber wir haben jetzt nur die hohen Hänger. Das ist das Doofe. Ja, ihr seht es bestimmt auch schon. Oder ich weiß nicht, ob ihr es seht. Multiplayer war heute total zum Kotzen. Also der hat nur rumgesponnen, erst konnte überhaupt keiner mehr rein, also außer der Host. Außer der Horst. Nee. Aber es konnte gar keiner mehr rein im Multiplayer. Die haben alle, der David und der Marco, die haben nur in der Luft gehangen. Und das war total zum Kotzen. Da haben wir jetzt noch ein paar Mods runtergeschmissen, weil wir davon ausgegangen sind, dass es an den Mods liegt. Und so war es dann auch. Also an welchen Mods lag, keine Ahnung, aber wir haben bestimmt 10 Stück runtergehauen, bevor das dann gescheit ging. Wir könnten zwar jetzt nach Ausschlussverfahren das wieder, die wieder nach und nach drauf installieren, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf. Jedenfalls heute nicht. Ja. So ist das auf jeden Fall. Ja, und dann ging es erstmal wieder. Oder was heißt erstmal? Dann ging es auf jeden Fall wieder. Und ja. Jetzt können wir hier endlich zocken, sozusagen. Aber trotzdem belastend ohne Ende heute. Ja. Kein schöner Tag für Landwirtschaft. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt hier mal noch irgendwie mal ein Patch kommt oder was weiß ich nicht. Also, mich wundert sowieso, dass jetzt relativ lange nichts gekommen ist. Auch nicht wirklich Mods. Eigentlich gar keine. Seit einer guten Woche. Das stimmt, ja. Seit einer guten Woche. So, warte mal, hier fehlt noch was. Wieso hast du jetzt den Silagewagen hier runtergestellt? Was? Was hab ich runtergestellt? Na, das Silagewagen hier, da. Boah, ich flipp hier gleich aus, ey. Das Hin- und Hergespringen macht mich gerade total. Ach so. Oh, Scheiße. Ja, hab ich den mit zurückgesetzt. Naja, da wollte ich ihn oder so. Oder du oder. Ja, es hat doch gerade geläutet. Liebe Leute. So, ich würde sagen, wir machen erstmal hier Part Ende. Bist du ihn holen? Muss da was Fass mitnehmen. Das Fass? Das fasse ich nicht. Das ist ja nicht. Ja, wir machen hier auf jeden Fall erstmal Part Ende. Das war's erstmal und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaut mal auf dem Kanal vorbei, abonniert vielleicht. Es wird auf jeden Fall, was ich noch sagen muss und wollte, es wird auf jeden Fall ein Abonnenten-Special kommen. Auf die 100. So. Ich habe mir da auch schon was Spezielles überlegt. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Es wird auf jeden Fall ein schönes Video werden. Es wird ein Let's Play mit dabei sein, aber von was verrate ich auch noch nicht. Und es wird wahrscheinlich ein Let's Play sein, also nicht von mir. So, das kann ich auch schon mal verraten. Und was ich noch verraten kann, ist, es wird mit Facecam. Ja, jetzt habe ich aber schon fast alles verraten, deswegen halte ich jetzt meine Klappe, bevor ich es komplett verrate. So,
Gut. Das war's erstmal. So. Oder? Ja. Jo. Dann bis zum nächsten Part. Wir sehen uns und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.